Jetzt kommt die Bedu bitte nochmal her, weil ihr wohl irgendeine Info nochmal zu korrigieren war, damit die Daten da klar sind. Ihr kennt sie ja schon, bitteschön. Ja, du darfst, was du magst. Ja, hallo, ich habe das gerade von ihr gehört mit der Familienkammer und die Familienkammer hat, soweit ich das verstanden habe, das Recht, alle Gesetze, die die Regierung für uns entscheidet, in Frage zu stellen. Da kam mir jetzt einfach der Gedanke, es gibt gar keine Familienkammer. Ich habe das nochmal mit ihr besprochen. Das heißt, wir müssten die Familienkammer erstmal ins Leben rufen und meine Idee war halt, ja, okay, gut, aber okay. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Also genau, mir kam jetzt einfach der Gedanke, wenn es keine Familienkammer gibt und das Volk die Möglichkeit hat, eine Familienkammer zu gründen, dann wäre das hier doch jeden Montag ein toller Ort, um irgendwie die Familienkammer ins Leben zu rufen. Und mir kam einfach der Gedanke, dass sie kennt sich aus mit diesen Gesetzen oder mit diesen Regelungen. Meine Idee, mein Gedanke war, dass man sie vielleicht irgendwie wählt. Das ist nur mein Gedanke. Ich meine, jeder von euch muss das selber entscheiden. Aber mir ist wichtig, dass diese Familienkammer ins Leben gerufen wird. Also sollten wir doch was tun, um diese Familienkammer ins Leben zu rufen, oder? Super Idee. Genau. Wer will Mitdelegierter werden? Delegierte werden für die Familienkammer. Machen wir erst Berlin oder Bundesfamilienkammer gleich? Oder die Berliner Familienkammer, wir können das so umdrehen. Also wir decken das ab, was wir nicht so brauchen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, müssen wir, die jetzt hier sind und die es verstanden haben, irgendeine Wahl tätigen. Ja, also ich kann verstehen, wenn man heute nicht wählen möchte, aber ich fände es halt toll, wenn ihr das in den Gedanken behaltet, dass wir als Volk eine Familienkammer gründen können. Wir brauchen dafür Delegierte und einen Sprecher. Das heißt, vielleicht kann sich jeder von euch mal Gedanken machen, ob er mit dabei sein möchte, ob er das wählen mag, weil ich finde es wirklich wichtig. Ich will nicht mehr irgendwie Gesetzen unterliegen, die ich überhaupt nicht in Ordnung finde. Und wenn man das als Familienkammer in Frage stellen kann, dann bin ich echt dafür, dass wir das ins Leben rufen. Genau, das ist jetzt so mein Gedanke. Also kommt doch einfach zu ihr, weil ich habe keine Ahnung davon. Aber geht einfach zu ihr, wenn ihr wählen wollt oder wenn ihr irgendein Delegierter sein wollt und bitte setzt es um. Danke.